Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, unsere Quest geht hier weiter. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das heißt hier Auftakt von Revans Schatten. Und ich könnte schwören, dass wir noch ein Intermezzo zwischen dem, was wir jetzt hatten, Kapitel 4 und Kapitel 5, was Revans Schatten ist, dass wir da noch ein Intermezzo hatten. Von daher gehen wir doch einmal zurück aufs Schiff. Und da schauen wir uns dieses Dings an, dieses Missionsterminal. Wo das Ganze drin stand. Ja, das können wir aber springen. So. Sind wir jetzt falsch gelaufen? Ja, wir müssen da lang laufen. Laufe ich noch falsch herum? So, das hier habe ich gemeint. Ja, guck hier. Tag des Schreckens. Orikon. Intermezzo von Kapitel 4. Der Schreckenskrieg. Spoilerwarnung: Aufgrund von Spoilern in dieser Missionsreihe empfehlen wir, dass du erst deine Klassenstory, Aufstieg des Huttenkartells, sowie die Operation Huttengastfreundschaft, explosiver Konflikt, Schrecken aus der Tiefe und Abschauen und Verkommenheit abschließt. Also Klassenstory haben wir, Aufstieg des Huttenkartells haben wir auch. Die Operation machen wir nicht, weil das ist halt Raid. Da müssten wir raiden. Das will ich eigentlich jetzt gar nicht machen. Nach einem verheerenden Flottenaufkrieg auf den Outer Rim Mond Oregon schickt die Republik ein Team dorthin, um die Wracktrümmer zu durchsuchen, alle Überlebenden zu retten und die Sith Lords zu konfrontieren, die als Schreckensmeister bekannt sind. Ja, und das, was wir hier haben, das ist eigentlich der Auftakt zu Revans Schatten und das wäre schon Kapitel 5. Das wäre ja blöd. Dann machen wir nämlich erstmal das hier. Bevor wir was anderes machen. Dann machen wir doch einfach mal... da geht's lang. Dieses Intermezzo. Und reisen nach Orikon. Auch wenn ich es irgendwie ein bisschen seltsam finde, dass es gleich eigentlich hier eher mit Revans Schatten weitergegangen ist und nicht mit Tag des Schreckens quasi und danach nach Orikon. Ah. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, was soll's. Ah, es geht automatisch los. Okay, sehr gut. Das habe ich fast gedacht. Auch der schwere orbitale Verteidigung. Wir können zur Oberfläche, aber dieses Schiff wird ein leichtes Ziel sein, wenn wir landen. Setz mich mit einem Landefeuer ab und geh dann auf sichere Distanz. Wenn es Zeit zur Rückkehr ist, aktiviere ich das Landefeuer und warte auf meinen Transport. Okay. Dann gehen wir doch erstmal hierher. Wir haben ja auch noch eine Nachricht. Shalam Avasta. Habt Dank. Ich gebe zu, als es mir nicht gelang, Toboro zu überzeugen, dachte ich schon, wir wären dem Untergang geweiht. Aber jetzt auf der anderen Seite zu stehen, sicher von Markeb entkommen. Alles, was ich tun kann, ist, euch noch einmal meinen herzlichen Dank auszusprechen. Niemand kann sagen, wo wir letztlich ankommen werden, aber eines steht fest, unser neues Zuhause wird keine Müllkippe sein. Ihr hattet das schmerzvolle Jammern der Hutten verhören sollen, als Kanzlerin Sarish verlangte, dass das Kartell für unsere Flüchtlingskolonne bezahlt. Es war ein unnatürlicher, unheimlicher Klang, doch er hat ein Lächeln auf mein Gesicht gebracht. Und da ging es genauso. Wo wir schon bei, meiner Nichte sind. Sie schickt ganz herzliche Grüße, also auf ihre Weise eben. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Onkel? Aber wir wissen beide, was sie wirklich gemeint hat. Lebt wohl!
Eine Tresorkiste. Ja, gut. Brauchen wir eigentlich jetzt nicht wirklich, aber passt schon. So. Ah, jetzt haben wir das Lager entdeckt. Ah ja, das ist auch alles, was wir haben. Das ist der ganze Planet Orikon. Alles klar. Keine Bewegung. Identifiziert euch. Die oberste Kanzlerin hat mich geschickt. Ich bin auf einer Rettungsmission. Ihr seht Erlösung, wenn ihr in Wirklichkeit den Feind begegnet. Was war das? Schießt. Tötet. Haltet die Klappe! DX, ich brauche Verifizierung. Identität bestätigt. Ihre republikanische Sicherheitsstufe übertrifft meine eigene. Mann, was für ein mieser Start. Sergeant Rila, ich bin hier der höchstrangige Offizier von denen, die nicht tot, wahnsinnig oder in Trance sind. Dann, bringt mich mal auf den neuesten Stand. Ich habe die letzte Nachricht eurer Flotte gesehen. Was ist seitdem passiert? Als wir abgestürzt sind, haben Meister Ogande und die anderen Jedi ein Schild errichtet, um uns vor den Schreckensmeistern zu schützen. Ich war auf Belsarvis, als sie ausgebrochen sind. Die Visionen, die Stimmen, so schlimm war es noch nie. Kriegsherrnmodulaktualisierung. Wir werden innerhalb von 89 Minuten von der Furchtwache überrannt. Verdammt! Ich würde nur zu gern Strategien besprechen, aber wir haben alle Hände voll zu tun und keine Leute mehr. Haben sie nur euch geschickt? Niemand sonst wird kommen. Gibt es noch weitere Überlebende? Wahrscheinlich schon, doch die sind irgendwo in der Todeszone. Wenn ihr sie findet, könnten wir uns neu gruppieren und vielleicht, vielleicht einen Gegenangriff planen. Okay, dann, ja, genau, haltet die Stellung. In Ordnung. Sichert diese Position und schützt die Leute. Ich suche eure Kameraden. Übertrage Absturzkoordinaten. Passt auf euch auf. Ich weiß nicht, wie viel wirklich real ist, aber wir kämpfen gegen etwas Fürchterliches. Ja, da fehlt uns leider tatsächlich diese Operationen anscheinend, um da wirklich was zu machen. Oder machen zu können. Das ist ein bisschen schade, aber ja, wie gesagt, Operationen will ich nicht unbedingt jetzt machen. Ist das hier ein Kleider? Können wir den können wir benutzen? Ah ja, da können wir wohin reisen, alles klar. Und da gibt es anscheinend auch noch eine kleine Nebenquest. Ja, nehmen wir die auch mit an. Ah nee, das ist wieder nur so ein Terminal. PvP und Raumjäger, ne. Das lassen wir mal. Wo müssen wir eigentlich jetzt genau hin? Wir müssen irgendwo darunter. Schergen des Meisters entdeckt. Okay, Bonusziel, Bereich. Ah, das ist so ein Bereichsquest. Was habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, an euch fliegen wir einfach vorbei. Was soll's. Wow, da ist ein etwas heftigerer Gegner. Aber hier müssen doch irgendwo... Wow. Was für ein ekelhafte Welt. So, wo müssen wir eigentlich jetzt genau hin? Die sind irgendwo hier. Und es ist einfach der Bereich, alles klar. Fünf Überlebende, die irgendwo hier sind. Ich hoffe, ich finde die. Weil das Gebiet ist schon ziemlich groß. Ach, da liegt doch zum Beispiel einer, oder? Oder ist das keiner?
Nee, das ist nur eine Leiche. Ich habe es gehofft, dass der, wenn man ihn, wenn man die erledigt, dass wir den retten können quasi, aber... Naja. Ah, das sind die Rettungslugen. Ah, ich verstehe. Das sind die Überlebenden. Okay. Geburt. Schmerz. Furcht. Tod. So, hatten wir da nicht auch noch mal eine? Ja, hatten wir. Ey, 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 ey. So, dann ist das der zweite. Wie viele könnt ihr versammeln? Wie viele schickt ihr in den Tod? Das ist ziemlich übel eigentlich. Was heißt übel? Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Operation gemacht haben muss, dass uns jetzt tatsächlich ein bisschen was entgangen ist von der Story. Aber wie gesagt, die Operation will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals jetzt erwähnt. So. Noch einer? Nein, da ist keiner mehr. Wie viele könnt ihr versammeln? Wie viele in den Tod? So, das ist dann der vierte. Dann fehlt noch einer. Ja, ja. Wie viele schickt ihr in den Tod? Da drüben ist noch mal einer. Vielleicht ging es, weil wir hier eigentlich die Operations gebraucht hätten für Vorkenntnisse. Für dieses Intermezzo. Vielleicht ging es deswegen gleich weiter mit der... mit der Revanche-Story. Weil uns hier einfach Dings gefehlt hat. Wäre natürlich möglich. Sogar war ziemlich wahrscheinlich. Das waren alle in Reichweite. Ohne euch wären sie tot. Also danke. Und jetzt kommt zurück. Kein Thema. Schon unterwegs. Naja. Nö, machen wir nicht. So, da sind wir wieder. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Sind alle wieder zurück im Lager? Ja, auch ein paar Versprengte. Einige sind in schlechter Verfassung. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Private Krieger hört nicht auf zu zittern. Gialto glaubt, er hat seinen Ehemann erschossen. Schreckensmeister haben es in sich. Auch psychische Wunden sind Wunden. Holt sie nach und nach vom Schlachtfeld. Nehmt mein Schiff, wenn ihr müsst. Das weiß ich zu schätzen. Kriegsherrn-Modul-Aktualisierung.
Zeit bis zur Vernichtung durch die Furchtwache. 2 Stunden, 1 Minute. Na, das sind ja tolle Aussichten. Wir sind also tot, wenn wir hier bleiben. Und tot, wenn wir uns zurückziehen. Also bringen wir am besten unsere Mission zu Ende. Aber die Schreckensmeister haben sich in einer schwer bewachten Festung verschanzt. Unser Aufklärungstrupp hat es nicht bis dorthin geschafft, als wir den Kontakt verloren. Also kümmern wir uns um die Verteidigungen. Was wissen wir? Die Scans aus dem Bereich sind verzerrt. Aber es gibt 2 starke Energiesignaturen. Genaue Quelle unbekannt. Wahrscheinlich feindlich. Okay. Wenn ihr die Bedrohungen ausfindig machen und neutralisieren könnt, haben wir vielleicht eine Chance, die Festung anzugreifen, ohne dabei draufzugehen. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor und bleiben in Kontakt. Wenn ihr uns braucht, tja, dann tun wir, was wir können. Alles klar. Was ist das hier? Ah, eine Ruftrophäe. Da haben wir auch nochmal eine Markup-Ruftrophäe. Ach, das sind auch nochmal Ruftrophäen. Die aktiviere ich jetzt einfach alle mal. Das macht ja nichts. Oh, und wenn wir gerade E-Card nicht unterwegs sind, dann darfst du den Schrott mal verkaufen. Jetzt schon? Oh. Bringt zwar nicht wirklich was, aber... Welch großes Teil. Oh, wir haben Fremdling erreicht. Yay. So. Gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da müssen wir hin. Bin ja mal gespannt, wie lang dieser Planet ist. Oder wie viel zu tun gibt hier. Ach, da können wir auch da durchgehen. Hoppala. Geh mal oben rum. Ja. Bin mir nicht sicher. Doch, mach mal. Wir machen das so rum. Ein Furchthund. Geschafft, Bioenergieverbesserer. Es ist die Frage, wie sehen die denn aus? Boah, das mach mal lieber nicht, sonst lande ich nur noch in der Lava. Oh, und es ist auch noch eine Gruppenphase hier. Interessant. Okay. Ah, wir müssen Furchtwaffen Bestienmeister besiegen. Okay. Da hätte ich lang suchen können. Die hätten wir wahrscheinlich nicht gefunden. So, dafür kriegen wir gleich 3 Stück davon. Ja, wie gesagt, da hätten wir lang suchen können. Aber deswegen habe ich ja nochmal nachgeschaut. So, haben wir auch was? 2 Stück. Perfekt. Nur einer. 4 Stück fehlen uns noch. Der gibt uns auch wieder einen. Wird vielleicht vorher noch heilen sollen, aber ja gut. Dann machen wir das jetzt mal.
So. Dann suche ich mir ganz kurz ein Plätzchen, dass ich kurz mal die Aufnahme pausieren kann. Wie immer halt. Bei diesem Spiel. 20 Minuten Aufnahme, kurz eine kleine Pause. Ich glaube, hier sind wir, glaube ich, sicher. Und da sehen wir schon die nächsten, wo wir unser Zeug holen können. Perfekt. So, weiter geht's. Dann holen wir uns die nächsten Dings. Unser nächsten Verbesserer. Ich dachte, die wären weg, wenn wir, sobald wir Dings besiegen. Aber, ja. Das scheint ja leider nicht der Fall gewesen zu sein. Und ich habe jetzt das Problem, dass Doc nicht da ist, um zu helfen. Der ist irgendwie nicht mitgekommen. Diese Sau. Und das wäre fast zu unserem Verhängnis geworden. Naja, gut. Doc, ich bin sehr enttäuscht von dir, aber, ja gut, was soll's. So. Ich denke, hier kriegen wir die letzten. Bioscanner-Modulanalyse. Versuche, Bewegungen auf der Oberfläche zu orten. Diese Kreaturen graben sich von einer nahen Position aus heran. Okay. Das heißt, wir müssen hier irgendwo die Energiequelle finden. Ja. Auch wieder ein hübsches Gebiet hier. Das heißt, es kann wieder überall sein eigentlich. Oder müssen wir da auch wieder... Ah ne, benutzen. Die müssen wir benutzen hier, um was zu finden. Okay. Adressexperten-Modulaktualisierung. Das Zentralgerät ist jetzt angreifbar. Aha, da wo wir vorhin gewesen sind. Perfekt. Da sollten wir vielleicht nicht rein. Ich glaube, die Lava wird nicht... wird uns nicht besonders gut tun. Ich frage jetzt, wie kommen wir rüber? Ich hätte ja gesagt, wir gehen... Wow. Das ist eigentlich nicht so, wie ich es gedacht habe. Hulk. Okay. Ich sehe schon. Die ganzen Wege, wie ich mir es gerade vorgestellt habe, die scheinen nicht so zu funktionieren. Beziehungsweise vielleicht doch. Hier nämlich rüber. Wir hauen ab. Boah, die haben die viele Debuffs für uns. Dürfen wir schon wieder? Nee, wir dürfen immer noch nicht. Ja, hier kommen wir über die Lava hinweg. Genau, das wollten wir ja. Da sind wir, glaube ich, auch vorhin drüber gegangen. Aber die zwei sollten wir vielleicht noch machen. Doch, bist du schon wieder nicht da? Ach... Oh, nee. Sieht ja schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus gerade. Sag ich ja, das sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Mist. Komm. Das ist überhaupt nicht gut gegangen. Naja, gut. Melden Sie Ihre Beschwerden. Reparatur erst einmal. Dann verkauf mal den Schrott. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, ich habe nicht richtig drauf geachtet gehabt, dass der Doc ja noch nicht... Naja, dass der ja noch da hinten rumhängt und die anderen da ablenkt. Da habe ich absolut nicht drauf geachtet gehabt. Und das war natürlich dann nicht so gut. Hat man ja gesehen. Ich habe gedacht, ich krieg's noch hin, aber leider war das nicht so.
Aber egal. Soweit ist es ja gar kein Problem. Okay. Nee, wir müssen noch weitergehen. Ja, genau. Wir sind, glaube ich, da hochgegangen. Eieiei. Und da sind wir ja, da müssen wir wahrscheinlich rein. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ja. Sind wir immer noch im Kampf drin? Das klappt mal wieder richtig klasse. Ich wollte doch nur an den Leuten vorbei. Jetzt haben wir irgendwo ganz, ganz weit hinten anscheinend einen Kampf. Und keiner weiß genau wo, weil die eh schon mal wieder respawnt haben. Doc ist auch da. Das heißt, der spawnt auch nicht wirklich. Ja, da haben wir sie. Die hören auch gar nicht mehr auf. Oh. Ja. Die hören auch gar nicht mehr richtig auf. Damit. Mit dem, was sie machen. So, jetzt sind wir aber aus dem Kampf draußen. Gut. Jetzt können wir da rein. Ja, ist schon nervig, wenn die Gegner nicht mehr kommen, aber auch nicht mehr resetten quasi. Aber gut, was soll's. Bereich, die Schergen der Meisterhammer, fertig. Sehr schön. So, besiege die korrumpierte Betorium-Bestie. Yay, die ist da hinten drin. Das ist wahrscheinlich die, von dem wir die ganze Zeit diese Tentakel sehen. Oder so irgendwie. Schlagen wir uns doch einfach mal durch die Tentakel durch und schauen uns diese Bestie mal an. Aha, das ist er. Wow. Wir müssen wahrscheinlich hier rausgehen. Die heilt sich da. Mann, die ist aber heftig. Ich glaube, die kriegen wir nicht hin. Obwohl, jetzt fehlt nicht mehr so viel. Bereich der Festungsverteidigung wurde negiert. Geplagtes Paradies. Fertig. Oh Mann, oh Mann. Also das war echt heftig. Da haben wir Schaden gekriegt ohne Ende. Und auch der Doc hat Schaden gekriegt. Und am Schluss ist es dann doch irgendwie wieder relativ einfach gegangen. Ich fühle mich schon besser. So. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Zerstöre die Terraform-Geräte. Jetzt müssen wir ganz weit nach unten. Okay.
Ja, es ist einfach blöd, weil uns diese von der Operation her das ganze Zeug jetzt fehlt. Das ärgert mich ein bisschen. Aber gut, was soll's. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Dumm einfach so, als ob wir die Operation gemacht hätten und wüssten, worum es geht, genau. Ich glaube, nach diesem Planeten fängt dann aber auch tatsächlich der Schatten von Revan an. Also das, der zweite DLC. Müssen wir irgendwo nach Süden. Verlegen wir doch einfach mal jetzt hier rüber wieder. Diesmal sollte es hoffentlich besser laufen. Hoffe ich zumindest. Ey. Ziehen die mich einfach wieder zurück. Ja. So viel zum Thema. Besser laufen. Risiken und Nebenwirkungen, aber gern. Ah, und wir sind immer noch im Kampf wieder. Von irgendwo so ein Vieh, was da ist. Und deswegen können wir uns auch nicht teilen oder auf dem Dings gehen. Ach. Halt mal. Wir laufen gerade wieder in die verkehrte Richtung. Ja, und da ist auch dieser Gegner. Aber, naja, gut. Schauen wir mal, ob wir einfach so vorbeikommen an denen hier, ohne kämpfen zu müssen, ohne uns heilen zu müssen. Und ob irgendwann das Ding resettet. Das wäre jedenfalls nicht verkehrt. Ah ja, okay. Ist resettet. Dann können wir mal schauen, dass wir hier irgendwie runterkommen. So. Irgendwie hier noch vorbei an denen. Kommen wir da irgendwie... Können wir uns da vorbeischmuggeln? Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Was ist denn das, wo es dahin geht? Leider ist die Karte, hat sich die Karte nicht aktualisiert. Na gut. Heldenbereich. Ja, auch das noch. Das ist der Heldenbereich. Okay. Da wollen wir aber nicht hin. Da geht's auch rein irgendwo. Aber müssen wir vielleicht irgendwann sogar mal lang gehen? Wir müssen eher... Hier lang. An euch gehen wir einfach vorbei. So. Boah, das sieht ja heiß aus hier. Wow. Gefällt mir. Also die Landschaft ist, hat auch schon wieder was. Also Landschaften, da haben sie doch ziemlich... Ich erhalte Messwerte. Was ist das für ein Song? Es gibt Chemikalien in der Luft, elektromagnetische Strahlung. Neurobiologen-Modulanalyse. Bioformexemplare erhöhen mentale Beeinflussbarkeit und Fluchtreflexe. Ja, das Land selbst verursacht Furcht. Okay, das ist so ein Terraforming-Ding. Also gut. So, haben wir noch einen? Nein, haben wir nicht mehr. Das war's. Dann wollen wir mal dieses Teil ausschalten. Da kommt noch eine Lava auf uns zu. Dann haben wir da drüben nochmal eins. Da sind nochmal eins. Das sind schon mal zwei Stück. Fünf Stück brauchen wir. Thank you.
Okay, die hat irgendwie uns gesucht und gefunden. Naja, aber wenigstens halten die nicht viel aus. Ist ja immerhin etwas. Dann erledigen wir das Teil dann. Wow. Das Teil hier noch. Und da haben wir auch nochmal eins. Hoppla. Doc, erledigst du den Rest? Dankeschön. So. Dann haben wir da noch eins und dann muss irgendwo noch einer sein. Den müssen wir noch suchen. Das hast du, mein Freund. Das hast du. Da drüben ist noch einer. Dann haben wir alle drei. Alle fünf. Wir haben doch irgendwo was aufgedeckt noch, ha? Ja, viel, viel ist gar nicht mehr so auf diesem Planeten zu finden, habe ich den Eindruck. Da haben wir noch Zeltenbereich. Das ist wahrscheinlich hier. Dann haben wir noch diesen Bereich. Ja, da kommen wir aber jetzt gerade nicht hin. Also lass uns erstmal das erledigen. Vielleicht müssen wir da sowieso nochmal hingehen. Aber bevor ich jetzt irgendwie was hier mache. Doc, ich weiß nicht, was du gerade machst, aber es ist nicht gerade hilfreich. So, dann lasst uns den letzten Terraform-Gerät kaputt machen. Atmosphärische Messwerte werden besser. Was immer ihr tut, macht. Jetzt müssen wir noch das primäre Gerät ausschalten. Genau, es ist da unten. Genau das, was ich gesagt habe, wir kommen wahrscheinlich eh noch dahin. Von daher passt die Sache doch. Wäre auch einfach. Ja, ja, ich bin doch drüber gehüpft, egal. Hat trotzdem geklappt. So. Da hinten müssen wir rein. Ja, dann fehlt uns tatsächlich hier nur noch ein Gebet und da noch ein Gebet. Das ist tatsächlich nicht mehr... Wow! Dunkle Seite wird stärker. Schweinerei das. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das genauso schwierig wird wie der andere Gegner. Da ist es, das Teil müssen wir ausschalten, oder? Oder das Teil da hinten. Nee, das Teil müssen wir ausschalten. Wow, 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 wow. Ich wette mal, den müssen wir besiegen. Das korrumpierte Subterrot-Ältester. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich schalte ihn mal auf, lieber auf Dings an. Beim letzten Mal hat es ja überhaupt nicht gut geklappt. Ja, diesmal sieht es anders aus. Diesmal wäre es ja anscheinend gar kein Problem. Andererseits, Doc, wie wäre es mit ein bisschen Heilung? Bodendonner abgeschlossen. Yay, das ist ein täglicher Boss gewesen.
Alles klar. Und hier können wir das Ding abschalten. Perfekt. Ich glaube, mein Kopf ist jetzt etwas klarer. Ihr habt wohl gute Arbeit geleistet. Wir leisten immer gute Arbeit, meine Frau. Mein Fräulein. Ja, wie auch immer. Lass uns hingehen. Und dann gehen wir die Quest ab. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Weil da war ja auch noch ein Kleider, zu dem wir zwei anderen Dinger fahren konnten. Die Frage ist, wir haben ja hier nichts anderes. Wir können auch nichts anderes schauen. Egal, wir werden sehen, ob es da noch ein anderes Gebiet gibt. Ja, und warum sie die Lichtschwerter nicht wieder rausmacht, habe ich auch keine Ahnung. Irgendwie ist sie noch im Kampfmodus, ohne im Kampfmodus zu sein, aber egal. Das habt ihr gut gemacht. Ihre Gabe, Furcht zu verbreiten, ist nicht ganz gebrochen, aber geschwächt. Und wir werden sie noch weiter schwächen. Es ist wohl ein guter Tag für die Jedi. Ihr habt uns gerade jede Menge Spielraum verschafft. Ist alles sicher hier? Wir stehen kurz davor, die Festung anzugreifen. Nur eine Sache fehlt noch. Furcht. Es tut mir so leid. Das ganze Chaos und der Gleiter. Ich vermisse dich. Und ich schwöre, ich bring dich um. Konzentriert euch, Sergeant. Was ihr da seht, ist nicht real. Kommt zu uns zurück. Helft uns, sie aufzuhalten. Ich will nicht... Sergeant Trila? Schon gut, es geht wieder. Ihr müsst den äußeren Wachturm angreifen. Wir haben ihn beim Absturz entdeckt. Er ist unser Weg in die Festung. Wahrscheinlich finden wir da die Zugangscodes für die Tore. Nur so kommen wir ohne schwere Geschütze rein. Die Schreckensmeister nutzen eine Kombination aus alter Sith, Rakata und Greed-Technologien. Im Computerkern des Wachturms sollten die Codes für die Festungstore gespeichert sein. Doch der Zugriff könnte sich schwierig gestalten. Ich kenne mich mit alten Technologien aus. Seid einfach bereit, wenn ich zurückkomme. Wir dürfen nicht länger warten. Es ist nicht die Warterei, die uns verrückt macht. Geht! Ich frage mich, ob wir auch tatsächlich noch in die Festung rein müssen. Oder ob das sowas ist wie ein... ob das dann wieder eine Operation wird oder so irgendwie. So. Na ja, gut, schauen wir mal, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich stelle mir erstmal um. Ja, Reise zum Wachturm. Ach, genau. Das wird wahrscheinlich das Wachturm-Ding sein. Wachturm-Passage. Und da geht es tatsächlich in den Wachturm. Das ist ein anderes Gebiet anscheinend. Das nur auf dieser Karte nicht angezeigt wird. Na gut. Dann gehen wir erstmal dahin und machen einfach mal weiter. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Eigentlich sollten wir einfach auf diesem Weg bleiben. Ja, ich weiß, jetzt haben wir auch gleich wieder ein paar Gegner hinter uns. Ich hoffe, das wird aber trotzdem noch funktionieren, dass wir es relativ noch gut abhängen können. Du bist ja kein Gegner. Ich häng. Ich könnte mich mal wieder nicht bewegen. Ja, toll. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt gehabt. Nein, so habe ich es mir ganz und gar nicht vorgestellt, aber gut. Wir sind immer noch im Kampf drin. Ah, jetzt ja. Hoppala. Ich wollte eigentlich das hier anklicken. Das da hinten müssen die Stufen sein. Nehme ich doch mal an.
So, ein neues Teil. Ja, wir müssen da reingehen. Das hat nur angezeigt, wo wir hin müssen. Alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir in diesen Wachturm reinkommen. Kommen wir an euch beiden vorbei. Ah, schade. Hat leider nicht funktioniert. Ich hätte euch ja einfach leben lassen, aber ihr wolltet ja nicht. Na ja, gut, wer nicht will. War das gerade Doc? Ja, Tatsache. Der hat einen ganz schön mächtigen Schuss drauf gehabt. Ja, finde ich gut. Ich komme mal leider nicht vorbei. So. Und hier rein mit uns. Der untere Wachturmpassage. Da geht's, glaube ich, in die obere Wachturmpassage hinein. Und damit haben wir auch eine neue Karte, die nicht auf der anderen Karte abgezeichnet war. Die Frage ist, ist die relativ klein oder ist das relativ eine große Karte? Nö. Sieht nicht danach aus, als ob das eine große wäre. Hä? Ach, wir müssen... Ja, okay, wir müssen weiter hochgehen. So. Das bringt nichts. Ich hoffe, ich bin hier auch richtig. Aber ich denke, wir müssen eigentlich richtig sein. Und dann geht's nämlich hier wieder rein. Hoppla. Ja, das ist auch keine neue Karte. Alles klar, sehr schön. Dann noch. Dann gehen wir noch an der vorbei, kleines Schusssündchen. Sollte kein großes Thema sein. Jetzt lang? Ja, wahrscheinlich so lang. Dann müssen wir so wahrscheinlich vorbei. Okay, an euch kommen wir alle nicht vorbei. Und da kommt auch noch ein Dings. Den müssen wir wohl auch noch mitmachen. Ja, dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass du auch noch mitkommst. Ja, was soll's. Passt schon. Krumpf. Aber an euch kommt man nicht vorbei, oder? Wo muss man jetzt überhaupt hin? Hä? Ich glaube, ich habe ein ganz kleines bisschen Lag. Habe ich jedenfalls den Eindruck. So, ich dachte, ich wäre hier richtig, aber... Ah doch, da geht's ja hinten rum. Passt ja. Hier müssen wir, denke ich, rein. Schall den Kernverteidigung aus. Okay. Da drüben? Da drüben. Interne? Primäre. Und da drüben ist noch Kerngitter. Okay.
Es ist egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Mal wieder neu gemacht. Ich glaube ja. In dem Fall. Kann nicht im Kampf. Ah. Nee, sie werden nicht immer neu gemacht. Alles klar. Ich hätte einfach nur warten müssen. Ich hätte jetzt gedacht, die werden immer neu gemacht. Okay, ich muss erst noch das wegmachen. Ich muss erst beide machen. Und dann das Teil. Ja, okay, okay. Dann machen wir halt schnell die Druiden hier noch weg. Aus beiden scheinen immer nur zwei rauszukommen. Ich habe einen deutlich weg, der war schon... Naja, der war eigentlich schon tot. Und ist noch bei mir rumgestanden. Aber gut, passt schon. So. Das sieht aus wie ein Holocron. Oder so ein Cis-Holocron oder wie auch immer. Egal. Verwundbar, da kommt doch keiner mehr raus. Passt. Dann. Besiege den Turmkommandanten. Hallo, Kommandant. Du wärst jetzt besiegt. Freust du dich schon drauf, besiegt zu werden? So, jetzt greifen wir drauf zu. Einst waren wir sterblich. Und wir haben von sterblichen Dingen geträumt. Jetzt stehen wir über Männern, Frauen oder Sith. Einst waren wir sechs. Auf Darbanis hat die Republik unseren Bruder verliebt. Seitdem sind wir fünf. Einst waren wir Eroberer, doch jetzt haben wir unseren wahren Weg erkannt. Dafür danken wir euch. Was soll das heißen, ihr habt mir zu danken? Warum tut ihr all das? Bevor unser Bruder von der Vergessenheit gekostet hat, waren wir darauf vorbereitet, Furcht in der Galaxis zu verbreiten. Wir wollten ein endloses Reich unter unserer Führung aufbauen. Unsere Geräte überziehen Coruscant. Blut tropft aus den Häusern, Familien zerstört, Milliarden, die sich fürchten und hassen. Dieser Tag wird kommen, nach wie vor. Aber damit wird es nicht enden. Wir haben das Schicksal unseres Bruders auf Darbanis gespielt. Wir haben Frieden gespürt. Sobald wir die Galaxis versklavt haben, folgt das Gemetzel. Geburt, Schmerz, Furcht, Tod, der Kreislauf der Existenz. Die Vergessenheit wird alles an sich reißen. Am Ende werden auch wir den Trost des Todes schmecken. Seit Generationen hilft der Jedi-Orden seinen Mitgliedern, Frieden zu finden. Lasst mich euch helfen und niemand muss sterben. Tod ist immer der letzte Schritt. Coruscant und jede andere Welt wird die Abgründe der Furcht schmecken. Nicht gut. Im Moment bereiten unsere Dienerschiffe vor, die Orikon verlassen und Terror verbreiten werden.
Ihr werdet versuchen, sie aufzuhalten. Und es wird zu spät sein. Ihr werdet verzweifeln. Wenn ihr merkt, dass ihr nichts seid, wird euch die Dunkelheit willkommen heißen. Sergeant Trela? Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe den Computerkern, aber es gibt vielleicht ein Problem. Ich erkläre es gleich. Okay, dann müssen wir zu Trela zurück. War mir irgendwie klar. Ja, das hört sich echt nicht gut an. Das hört sich echt nicht gut an. Den müssen wir irgendwie noch aufhalten. Hacker-Modul-Anfrage. Haben Sie den Computerkern? Ich habe ihn. Er sollte uns in die Festung der Schreckensmeister bringen, solange Sie nicht die Codes für die Tore geändert haben. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, obwohl unser Zeitfenster begrenzt ist. Wir haben seit Ihrem Aufbruch zusätzliche Verluste erlitten. Ein Jedi-Meister und drei Soldaten liegen in Koma. Sergeant Trela drohte im Wahn damit, auf unsere Truppen zu feuern. Doch sie scheint wieder bei Verstand zu sein. Ja. Ich weiß, es wird nicht leicht, sie abzuschütteln. Aber die Schreckensmeister dürfen nicht siegen. Soll ich hier bleiben? Nein. Eure Mission ist wichtiger. Empfange Startsignale. Aus der Nähe der Festung. Die Schreckensmeister wollen Tech- und Biowaffen in dicht besiedelte Gebiete schicken. Sie entsenden Schiffe, um die Galaxis auszulöschen. Geht und haltet sie auf. In der Zwischenzeit öffnen wir die Festungstore. Ich kann die ungefähre Position bestimmen. Die Schreckensmeister lassen den Start wahrscheinlich von hochrangigen Offizieren beaufsichtigen. Aufgrund ihrer Tendenz, ihre Diener zu modifizieren, rate ich zu äußerster Vorsicht. Gut. So, wo müssen wir dann jetzt hin? Ah, jetzt müssen wir da lang gehen. Ne, das ist selten zwei. Oh. Das Ding hört also, geht weiter mit der Helden 2 Quest. Okay. Interessant. Dann müssen wir doch ins Heldengebiet reingehen. Entweder hier oben oder da unten irgendwo. Aha. Und da müssen wir jetzt den Feuchtwertkommandanten, drei Stück davon, und den Feuchtwerttransporter, 6 Stück, sabotieren. Also die Kommandanten natürlich besiegen und die Frachter, die Transporter sabotieren, nicht umgekehrt. Ja. Kommen wir ja da irgendwo. Wir haben doch da oben ein Dings gehabt. Ein Gleiter. Können wir da jetzt irgendwo hinfliegen? Nee, schade. Anscheinend haben wir das einfach noch nicht freigeschaltet. Oder keine Ahnung, wo das ist. Ja, gut. Und ich dachte, ich wäre jetzt fertig. Ja, aber war klar, dass es nicht so sein kann. Entweder endet das Ganze in einer Operation, dass es da erst abgeschlossen wird, aber ich glaube nicht eigentlich. Ich glaube, die Operations bis zu Revans Dings wären jetzt abgeschlossen. Und das ist das Letzte vor Revans Schatten. Bin aber nicht sicher, das müsst ihr nochmal nachschauen, ob das auch so stimmt. Wie dem auch sei, dann würde ich jetzt Schluss machen. Für in einer Minute schaffen wir es nicht mehr und wir haben, glaube ich, jetzt halt die eine Stunde rum. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal weiterzumachen. Dann schauen wir einfach mal die Helden 2 Quest an. Sollte ja, denke ich, gehen. Muss ich halt, darf ich nicht vergessen, Doc auf Heilung zu stellen. Aber ich denke, dann müsste es gehen. Und ein bisschen Vorsicht walten, natürlich. Ja. Gut. Und dann mal schauen, wie lange das hier noch geht. Ob das jetzt die Helden 2 Quest. Andererseits ist es ja nicht das Dings. Das sind ja nur die Transporter, wo gestoppt werden müssen. Und dann ist immer noch die Festung, glaube ich, da. Um die endgültig zu besiegen. Egal, schauen wir mal in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur Star Wars The Old Republic. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe mal eine kleine Sache nachgeschaut. Und zwar, diese Questreihe hört auch in einer Operation auf. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die Heldenquest. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Aber sobald wir quasi mit diesem Planeten durch sind, endet das Ganze in einer Operation, beziehungsweise sogar in zwei Operations. Das heißt, das Ganze, was wir gemacht haben, war eigentlich für die Katz. Wir haben den Anfang dieser Questreihe nicht mitgekriegt. Wir waren einfach mittendrin. Habt ihr ja mitgekriegt gehabt. Wir wurden ja auch gewarnt eigentlich. Und wir kriegen auch dieses Ende dieser Questreihe nicht mit, weil es mitten in einer Operation drin ist. Das heißt, diese Folge war eigentlich absolut sinnlos zu machen, wenn man so haben will. Und deswegen zählt diese ganze Sachen, weil es Operation und Dings ist, auch nicht als Story eigentlich. Sieht man ja, die ganzen Story werden mit dieser Farbe, mit diesen Magenta, Pink, Magenta, Farbe, Purpur, mit dieser Purpurfarbe dargestellt. Und diese ganze andere Reihe hier war dann nur diese gelbe Farbe. Und das ist es, warum das so ist. Jetzt würde ich sagen, wir machen die Helden 2 Quest noch fertig. Kann sein, wenn die nicht lange dauert, dass ich das Ganze an Dings dranhänge. Oh, das ist eine Bonus-Quest. Nee, eine Bereichsquest. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich das Ganze dann nochmal dranhänge. An die alte Folge. Wenn wir jetzt nur 10 Minütchen brauchen oder so. Dann habe ich halt umsonst nochmal begrüßt, ist ja egal. Kann auch sein. Dass ich, das in der neuen Folge dann mache und dass wir jetzt dann auch gleich nochmal Schatten vom Revans Schatten anfangen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß es noch nicht, wie wir es genau machen. Das kommt alles drauf an, wie lang das jetzt hier dauert und ob es danach fertig ist und die Operations anfängt. Wie gesagt, den Schluss kriegen wir sowieso nicht mit. Also eigentlich ist es schwachsinnig, das zu machen. Aber ich dachte mir, jetzt so bei dem Planeten angefangen haben, dieses Intermezzo, das machen wir jetzt einfach noch fertig. So, und hier sind wir. Dich schalten wir noch auf Heilung um. Und dann... Wow. Das sieht aber nicht gut aus. Boah. Ho. Und das ist eine Helden 2 Quest. Die haben mich gerade extrem fertig gemacht und ich habe kaum Schaden gemacht. Wow. Wo sind wir denn? Ach, jetzt sind wir hier hinten. Ah, jetzt können wir auch jederzeit hierher wieder kommen. Ja, das ist doch immerhin etwas. Wissensobjekt, da können wir wahrscheinlich wegfahren. Jetzt probieren wir es nochmal aus, ob es von hier vielleicht ein bisschen einfacher wird. Die Waffen der Schreckenmeister werden geladen. Die Schiffe für den Start vorbereitet. Ja, die Schiffe werden vorbereitet, das wollen wir nicht. Ah, und es sind noch nicht mal die, wo wir erledigen müssen. So ein Mist. Ich dachte, das wären die. Ich dachte, es wären zwei von denen gewesen, aber Pustekuchen war leider nicht der Fall. Feuchtwert. Naja, das ist kein Kommandant. Und das ist Feuchtwachenkommando, das ist auch nicht das, was wir brauchen.
Wow, wow, wow. Und da kommen dann richtig heftige Gegner. Feuchtwachenkommando, okay. Das ist so ein Frachter, wo wir erledigen müssen, oder? Kommen wir da irgendwie hin? Er hat es nicht gezählt. Da habe ich es wieder aus Versehen abgebrochen. So. Oh Mann, oh Mann. Das sind alles nur einzelne normale Gegner. Ich glaube, die können wir erledigen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine so großen Sorgen machen. Hallo? Ja, heftig viele, viele Gegner. Ich weiß nicht, wo die anderen Shuttles sind. Es sollen ja 6 Stück sein. Und die müssen ja auch irgendwo auf diesem ganzen Gebiet hier noch zu finden sein. Ah, da ist das zweite. Da ist das dritte. Der ist so ein Kommandant. Ja, das ist ein Kommandant. Den müssen wir besiegen. Na gut, probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Wow, wow, wow. Ja, komm hoch. Ja, doch. Der Kommandant hier hält doch einiges aus, aber... Wir ja auch, zum Glück. Ja, jetzt kann ich gerade nichts mehr machen. Schade. Eieieiei. Ich frage mich, ob die anderen zwei, die wir gesehen haben, ob die auch dazu zählen. Wahrscheinlich schon. Die Frage ist, müssen wir alle drei dann machen? Aber die waren halt zusammen, das war das Problem. Das wäre ja beinahe schief gegangen. Ich bin außer Reichweite, ja. Deswegen wollte ich das ja auch so machen hier. So, das haben wir. Dann sollten wir vielleicht noch an denen hier vorbei. Komm mal von denen vorbei. Yep. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, dann geht die Sache.
So, das ist der dritte Transporter. Müssen wir mal schauen. Da drüben war noch einer. Da ist dann der vierte. Geht der eine eigentlich auch schon wieder? Oder respawnt der? Der hier? Oder müssen wir wirklich alle sechs... Ah ja, der respawnt. Umso besser. Umso besser. Es ist dann nur die Frage. Naja, vom Frachter fehlt nur noch einer. Aber uns fehlen immer noch diese Kommandanten. Da haben wir zum Beispiel einen wieder. Wenn wir den hier herlaufen lassen, könnte man den vielleicht erledigen. Und die eine können wir, hat vielleicht wieder einen Respawn, dann würde das auch wieder funktionieren. Komm hierher, komm hierher. Kommst du wohl hierher? Ich hoffe, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass da nichts, dass der uns nicht irgendwo hinschubst oder so, wo wir nicht hin wollen. Der uns immer so weit wegschiebsen muss. Gibt's ja nicht. Vor allem vergesse ich, sehe ich das nie richtig, wann der Dings macht. Na komm schon. Krumpf. Die Sache, cool, der ist ein bisschen... Aber gleich hammern. Und dann haben wir den einen Kommandant erledigt. Sehr gut. So. Erledigt. Dann fehlt tatsächlich jetzt nur noch ein Kommandant. Und ein Raumschiff. Einer von diesen Sphären. Die Fähre können wir gleich die hier nehmen, wieder nehmen. Die hat ja respawned. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder noch einen einzelnen Kommandanten finden. Den wir hier gut machen können. Vielleicht ist die ja schon wieder ein respawned. Hat respawned. Und ist hier? Nee, ja, perfekt. Ich stoße mich wenigstens nicht so zurück wie der andere. Ihr macht nur anderes. Nettes Zeug. Ja.
Dam-di-dam-di-dam. Ich hoffe, die zählt auch nochmal, dass man nicht wirklich noch einen anderen suchen muss, aber ich glaub's nicht. Die Schiffe haben ja auch gezählt, egal ob wir so mehrmals gemacht haben. Das heißt, es sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Sollten keine nennenswerte Bedrohung darstellen. Ich habe ein Signal an die Republik geschickt, um sie abzufangen. Der Angriff der Schreckensmeister ist vorbei. Die Vorbereitungen für den Gegenschlag sind getroffen. Wir sehen uns bald. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch ab, aber ich glaube, das war es dann auch teilweise. War es auch schon. Was für ein Kampf, Jeden. Start der feindlichen Schiffe vereitelt. Unsere Streitkräfte konnten einen Weg in die Festung der Schreckensmeister sichern. Die Codes für die Tore haben funktioniert. Dann ist es also an der Zeit? Fast. Bevor ihr reingeht, brauche ich noch eine Freigabe. Ich habe bereits mehrfach versagt. Und wenn ich den Verstand verliere, während ihr Hilfe braucht... Ich habe mir ein Schockhalsband angelegt. Wenn ich das nächste Mal instabil wirke, möchte ich, dass der Druide hier mich ruhig stellt und das Kommando übernimmt. Nehmen wir das ja. Sergeant, unser Feind bezieht seine Macht aus der Furcht. Und wenn ihr keine Zuversicht beweist, wie soll es dann den anderen gelingen, bei Verstand zu bleiben? Ich... So einfach ist das nicht. Aber ich werde nicht zulassen, dass ich die Mission gefährde. Dann müsst ihr entschlossen sein. Ihr müsst wissen, wofür ihr kämpft. Verstanden. Jawohl. In Ordnung. Wir halten den Weg für einen Gleiter frei. Dafür brauchen wir fast unsere gesamten Leute. Wenn ihr also in der Festung seid, seid ihr auf euch allein gestellt. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber wenn wir die Schreckensmeister heute nicht vernichten, verlieren wir diesen Sektor. Und sind alle tot. Der Tod wird euch ohnehin ereilen. Es ist Zeit, dass ihr die wahre Natur der Furcht begreift. Es ist an der Zeit, sich der Vergessenheit zu stellen. Kommt. Es ist noch immer Zeit, es zu beenden. Verlasst die Festung und niemand wird leiden müssen. Ihr wisst, dass ihr nicht siegen könnt. Ich glaube, da seid ihr ein paar Jahrzehnte zu spät dran. Eher Jahrhunderte. Zeigt ihnen, was die Republik mit Tyrannen macht. Jedi-Modul-Ausdruck. Möge die Macht mit ihnen sein. So, was haben wir denn da bekommen? Ein Feuchtwaffen-Shadowscan, ein Ruftrophäe. Schön. So. Okay, und jetzt geht es weiter mit der Operation, die Bastion der Furcht. Ja, und die werden wir nicht machen, weil die Operation, habe ich ja schon gesagt, machen wir nicht. Das ist ein bisschen blöd. Dann machen wir tatsächlich mit Kapitel 5 weiter, Revans Schatten. Und ich würde sagen, ich hänge diese Folge jetzt tatsächlich noch dran an die andere. Dann haben wir halt 1 Stunde 20. Aber wir haben das Oricon, diesen Intermezzo, den wir machen können, ohne diese, ohne natürlich diese Operations, haben wir dann mit einem Schlag fertig. Ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut. So machen wir das. Und in der nächsten Folge können wir ja direkt hier zur Flotte springen. Wir haben ja diesen Flottenpass dafür gekriegt. Und dann können wir beim nächsten Mal direkt Revans Schatten anfangen. Ich finde, das hört sich nach einer tollen Idee an. Also dann sage ich mir jetzt mal nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin macht's gut und tschüss.